Ich heiße René Rupnik und bin altersmäßig ungefähr 50. Ich wohne jetzt bei meiner Mutter. Früher war ich jahrelang Mittelschulprofessor für Physik, Mathematik und Chemie. Aber da mich das Unterrichten so sehr geärgert hat, habe ich mich zurückgezogen und ich studiere jetzt wieder mehr die Wissenschaften und vor allem auch die Kunst. Dieses Bild stellt sofort erkennbar einen erigierten männlichen Penis dar, der praktisch vom Körper des Mannes praktisch in Schussstellung absteht. Und dabei kommt man gleich der Vergleich des männlichen Penis mit einer kleinen Kanone. Besonders also diese Kanonen aus den früheren Jahrhunderten, aus den 18. Jahrhunderten, haben eine derartige Ähnlichkeit mit einem erigierten männlichen Glied. Zum Beispiel die Hoden entsprechen in diesem Vergleich sehr schön den alten Kanonenrädern, der Penis schafft also dem Kanonenrohr und sogar diese Verdickung, also die größere, die dickere Eichel des Penis entspricht genau der Kanonenmündung, die auch etwas verdickt ist. Also diese Ähnlichkeit ist sehr vielsagend. Sie beeinflusst auch wesentlich das Denken und das Fühlen des Mannes in seinem ganzen inneren Wesen. Wie schon Sigmund Freud erkannt hat, dass die Geschlechtsorgane und die Geschlechtlichkeit den Menschen sehr stark beeinflussen, kann man sagen, dass diese Kanonenähnlichkeit des Penises den Mann zu einem Krieger sozusagen schon definiert oder prädestiniert, sodass der Mann eigentlich also mit seiner Penistätigkeit auch schießt. Aber natürlich geht dann diese Schussbereitschaft und diese kriegerische Art auch in sein anderes Leben über, in sein anderes Reagieren, sodass seine gesamte Einstellung und sein gesamtes Agieren gegenüber den Mitmenschen eben die des Kriegers ist. Also für mich ist ja der Busen eigentlich der zentrale Körperteil an der Frau, also das Liebste, also auf den ich praktisch immer zuerst schaue. Aber es gibt ja natürlich dann noch einen sekundären Busen, also einen Busen zweiter Ordnung sozusagen. Das ist dann der Popo, der Hintern, weil der besteht ja auch aus zwei Kugeln, ne, die nah beieinander sind, nur haben die keine Nippeln. Ne. Zum Beispiel beim Busen, den Busen küsst man ja auch gern, weil er schön weich und duftet. Der Popo duftet aber weniger, aber es gibt auch Feinschmecker und Kenner, die gern den Hintern küssen. Gell. Und davon kommt ja auch oft wahrscheinlich dann das Sprichwort, du kannst mit den Arsch lecken. Ne. Also das Arsch lecken, was, wenn zum Beispiel eine Frau auf einen Mann erbost ist und ihm dann praktisch nicht, also irgend so was Gröberes da ins Gesicht wirft. Ne? Na gut, der Popo setzt sich nachher dann in den Oberschenkeln nach unten weiter fort und ähnlich wie der auch rund und etwas breit ist, sind natürlich auch die Oberschenkel bei der Frau voll fleischig und auch weich. Und das ist auch deshalb so, dass man sich da hinein verkriechen kann, dass es da auch weich ist, wenn man da hinein mit dem Kopf irgendwie hinein sich sozusagen kuschelt. Ne? So, dass eigentlich dann diese drei Hauptteile, ne? Busen, Popo und die Oberschenkel, diese zentralen Großhauptteile der Frau sind. Wenn man natürlich dann auch noch von den Lippen absieht, also die ja praktisch die Hauptschönheit am Kopf sind, aber der Kopf ist ja mehr, sagen wir, das ist ja mehr knochige Sache, sonst ist der Kopf ja so ein intellektueller Teil, der ist praktisch nicht sehr heimelig und angenehm, nur die Lippen, die Öffnung, die ja noch schön und weich sind, das ist das Einzige, was am Kopf interessant ist. Ne? Naja, und auch diese Mutterbrust da rechts, diese weißliche, dieses mütterliche, dieses milchige. Übrigens, die Frauen sind deshalb so weich im Körper, also besonders im Brustbereich und Schenkel und so, dieses Weiche, weil ja der Säugling ja auch dasselbe Fleisch hat, dieses Weiche, Empfindliche. Und da fühlt sich eben in dieser Umgebung noch so wohl. Im Gegensatz zu der feindlichen Welt, also draußen ist eben dieses Heiße, diese Hitze und der Wind weht, und manchmal ist es etwas zu kalt, aber oft ist es wieder zu heiß und zu trocken. Also das greift die Haut des Kleinkindes sehr an und
er leidet darunter. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Kleinkind da irgendwelche lange Hosen anziehen musste, aus irgendeinem etwas gröberen Stoff, und ich war körperlich völlig fertig. Die ganze Haut hat mich gejuckt. Ich wollte es am liebsten von mir runterreißen und ganz nackt irgendwo hineinkriechen in eine, zwischen die Beine und hinein in die Vagina, sozusagen als ein einziger Penis, da, damit ich rausgehe aus dieser eher kulturellen, chemischen, feindseligen Welt, die einem sowieso nur angreift. Das sind alles nur aggressive Stoffe, in denen man da jetzt in dieser Welt da herumlebt. Also bei meiner Mutter, also die war eine Beinfrau, oben eher härter, und meine Tante, die war immer eine vollbusige Frau, daher war es da unten ein bisschen nicht so schön, kann man sagen, aber voll da, nicht? Ich meine, weich so, so richtig zum Hineinkriechen, und die hat mehr das Mütterliche für mich gehabt, und also ich habe mich dann mehr in sich hinein gesteigert oder mehr in sich hineingekrochen, wenn die einmal auf Besuch gekommen ist. Das war am Wochenende immer, in der heißen Zeit dort, war das Erste, dass sie sich praktisch ausgezogen hat, diese Stadtkleider, praktisch also die Ausgekleidung sofort weg, ne, damit sie nicht verschwitzt oder was auch immer. Ne, und dann fühlt sie sich viel freier da so, ne, also in Unterwäsche oder fast keiner. Ne, also sie im Kombiné, also in diesem durchsichtigen Kombiné, also diese, das Kleid, also das Kombiné hat mich, das ist für mich eigentlich das eigentliche weibliche Kleid, kann man sagen, diese weiche, seidige, so rosa, so ein bisschen rosa, nicht? Also ist ja meistens in rosa Farbe gewesen, und dann so ein bisschen durchsichtig, also wenn man das schon anfasst, ist es so seidig glatt, nicht? Und also in diesem Kombiné, da habe ich mich dann auch immer hineingekuschelt, und da habe ich praktisch dort diese gefühlt, wie sich das so schön anfühlt, nicht? Auf ihrem Körper drauf. Und das hat sie natürlich gefallen. Also dadurch ist sie automatisch gestreichelt worden von mir. Nicht? Also, und die Frauen mögen das ja. Das sind ja mehr so katzenartige Wesen, die haben gern Katzen und so. Auch bei uns waren viele Katzen, und andere Frauen haben auch gern Katzen. Nicht? Also wenn man so sieht, dass eine Frau so gern Katzen hat, dann weiß man schon ungefähr, was der Typ das ist. Gell? Also so dieses Zerteln und Schmeicheln, das haben die gern. Also, und das habe ich dann auch bei ihr, speziell dann bei ihr, sehr stark praktiziert, sodass sie praktisch schon quasi fast eine Art Mutter zu mir gewesen ist, viel mehr als meine wirkliche Mutter. Meine Mutter hat mir schon ein paar Mal gesagt, also du, ich weiß nicht, mir geht es heute so schlecht, ich weiß nicht, du, wenn du vielleicht, wenn du dann nach Hause kommst, kann sein, dass du mich tot liegen siehst. Also das ist, und wenn man sich das da immer wieder, sagen wir so jetzt, anhört, also man versucht diese Gedanken wegzuschieben. Also man denkt, also man will daran nicht mehr denken, und man flieht raus aus der Wohnung weg, dass man das nicht sieht und dass man damit nicht in der Nähe ist. Und dann gehe ich raus in die Lobau und schaue mir dann irgendwie junge Mädchen und junge Frauen ein junges Leben, damit ich eben an das nicht irgendwie erinnert wäre und dass mir das nicht nervlich erdrückt und fertig macht. Ich möchte, das ist ja doch lächerlich. Ich möchte doch wissen, was du davon willst. Und die Schwere darf nicht im Zimmer sein. Du hast mir, ich kann heute keinen Menschen empfangen. Ich kann heute nichts machen. Die Wohnung war so schön eingerichtet. Und der Vater hat sich für alles so bemüht. Und du machst diese Sachen jetzt. Nie hätte der Vater das gemacht. Nie, nie. Er hat so auf die Wohnung aufgepasst und hat diese Wohnung so geliebt wie nur was. Und du machst solche Sachen.